Was ist los mit dir? Musst du jetzt auf dem Schulgelände chillen? Ich sag dir jetzt was. Wenn du von dieser Schule fliegst, fahren wir zum Mississippi und ich lass dich dann dort in der Wüste zurück. Ich dachte, die Wüste wäre in Nevada. Hältst du dich für klüger als mich? Naja. Klugscheißer, du. Jetzt geht meine ganze Freizeit dafür drauf, um eine Spendenaktion mit Tänzchen zu planen. Musst du dafür in meine Schule? Du darfst nicht in meine Schule kommen. Bitte, bitte, Mama, komm bitte nicht in meine Schule. Das wird leider passieren, wenn du Scheiße baust. Bitte komm nicht in meine Schule. Bitte. Hör mir jetzt genau zu. Du fliegst nicht von dieser Schule. Du wirst nicht so enden wie dein... Wie wer? Mein Vater, meine Brüder. Hakim, Baby, du wirst mal jemand sein. Okay. Mach deine Hausaufgaben. Ich hab sie schon im Bus gemacht. Dann zeig mal her. Ist das richtig? Na, sag du's mir. Oh, ja, ja, es ist richtig, alles richtig, total richtig. Du bist so klug. Und jetzt geh mir aus den Augen, geh spielen oder so. Mister, ab in dein Zimmer, geh mir aus den Augen. Scheiße, was war das denn? Also, Jen, Sie sind schon sehr lange bei uns. 17 Jahre. Ja, und Sie sind richtig durchgestartet. Aber eine Partnerschaft bedeutet noch viel mehr Arbeit. Davor schrecke ich nicht zurück. Aber ich weiß, dass Sie eine Tochter haben. Ja, habe ich. Ich habe mal gehört, dass das öfter vorkommen kann. Ja, klar. Natürlich kann es das. Aber ich habe weder Frau noch Kinder. Tatsächlich bin ich genau da, wo Jen war, als sie vor 17 Jahren hier anfing. Wow! Ich war damals in der 5. Klasse. Sie haben sich gut gehalten. Wie groß sind Sie? Oh, witzig. Ich habe ein großes Herz. Und wer hätte gedacht, dass ich von einer Frau lerne, die so reif und so weise und alt ist. Aber ich habe Ihnen nicht alles gezeigt. Natürlich nicht. Nein, das würde ich niemals tun. Nein, das würde ich nicht, denn das haben Sie nicht verdient. Tut mir leid, Ihre Tochter wartet im Büro. Ich kläre das. Gibt es ein Problem, Jen? Nein, es geht um einen meiner Kunden. Verdienen Sie Ihre Provision. Wir warten. Kramer und ich werden den Dialog fortsetzen, bis Sie wieder da sind. Dialog fortsetzen? Bedeutet unterhalten. Ja. Was ist denn los? Einige Eltern unserer männlichen Schüler fordern, dass ihre Tochter aus dem Unterricht fliegt. Und ich stimme zu. Sie wurde erwischt, als sie mit einem der Jungs auf der Toilette rummachte. Warum soll sie dann fliegen? Es könnte doch auch der Junge fliegen. Sie war der Aggressor. Sie ist 12 Jahre alt. Der Junge war mein Sohn. Wiedersehen. Er war nicht mal ein besonders guter Küsser. Erst die Zigaretten und jetzt das? Ich hatte sowieso keine Lust mehr auf Klavierunterricht. Was hatte ich dir über Herpes erzählt? Denn vom Küssen bekommst du Herpes. Was mache ich nur mit dir? Ich hätte eine Idee. Mach's doch so wie immer. Buch mir den nächsten Kurs, um mich von dir fernzuhalten. Am besten, du vergisst mich einfach. Das muss ich mir nicht anhören. Jen, wir müssen jetzt gehen. Aber wir waren noch nicht fertig. Nein, nein, aber Sie haben hier Wichtiges zu tun. Wir telefonieren morgen. Sind Sie sicher? Wir unterhalten uns dann, Jen. Süßes Kind. Wer ist da? Hier ist TK. Wer? TK. Hi. Meine Tasche. Ihre Tasche. Ja. Oh mein Gott, wo haben Sie sie gefunden? Sie lag auf dem Autodach und fiel runter, als Sie mit dem Affenzahn und ohne Danke zu sagen davonbrausten. Es tut mir unendlich leid. Ich hatte einen wirklich schlimmen Tag. Ich danke Ihnen so sehr. Ich habe reingesehen, um rauszufinden, wo Sie wohnen. Ich hoffe, das war in Ordnung. Ja, das ist total okay. Und ich habe einen Teil Ihrer Geschichte gelesen. Sie ist echt gut. Oh, wow, okay. Danke. Das ist irgendwie schräg, aber danke schön. Und ich finde, dass eine gute Sache eine andere verdient. Sie sollten mich zum Essen einladen. Tut mir leid, aber so läuft's nicht in meinem Leben. Dann lade ich Sie ein. Danke, aber ich... Bis dann.